Viele Männer ab 50 werden das kennen. Sie müssen häufig Wasser lassen. Und sie haben kurz nach dem Wasserlassen das Gefühl, dass die Blase gar nicht richtig leer geworden ist. Der Grund für diesen dauerhaften Harndrang ist oft eine gutartig vergrößerte Prostata. In diesem Video werde ich Ihnen erklären, was eine gutartige Vergrößerung der Prostata ist und welche Beschwerden diese machen kann. Vor allem aber werde ich Ihnen sagen, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, damit der Harndrang nicht mehr Ihren Alltag beherrscht oder Ihnen den Schlaf raubt. Die Prostata ist eine Drüse. Sie liegt direkt unterhalb der Harnblase und umschließt die Harnröhre. Daher stammt auch ihr deutscher Name, Vorsteherdrüse. Sie ist sozusagen der Türsteher der Harnblase. Von der Prostata sind im Wesentlichen zwei Erkrankungen bekannt. Das eine ist der Prostatakrebs, das andere die sogenannte gutartige Prostatavergrößerung. Der medizinische Fachbegriff dafür ist die benigne Prostatahyperplasie oder, wenn man die Beschwerden in den Vordergrund stellt, das benigne Prostatasyndrom. Eine gutartige Prostatavergrößerung hat ihren Ursprung immer im inneren Drüsengewebe der Prostata. Im Gegensatz dazu entsteht der Prostatakrebs in der äußeren Zone der Prostata. Beide Erkrankungen haben deshalb nichts miteinander zu tun. Das heißt, aus einer gutartigen Prostatavergrößerung wird kein Krebs. Es kann aber sein, dass sich gleichzeitig zu einer gutartigen Prostatavergrößerung Krebs bildet. Deshalb sollten Sie generell regelmäßig zur urologischen Krebsfrüherkennung gehen. Zum Thema Prostatakrebs gibt es übrigens ein separates Video. Eine gutartige Prostatavergrößerung ist eine sehr häufige Erkrankung. Bei nahezu allen Männern über 80 kann ein Mann eine gutartige vergrößerte Prostata feststellen. Es ist also ein völlig normaler Vorgang, dass die Prostata mit zunehmendem Alter wächst. Mit gezielten Maßnahmen verhindern kann man das leider nicht. Die Prostata beginnt meist im Alter zwischen 30 und 40 Jahren zu wachsen. Bei einigen Männern wächst sie übermäßig schnell und stark. Das kann dann typische Symptome verursachen, die je nach Ausprägung die Lebensqualität stark beeinträchtigen können. Das erste Anzeichen einer vergrößerten Prostata kann zum Beispiel häufiger Harndrang oder ein abgeschwächter Harnstrahl sein, weil die sich ausbreitende Prostata auf die Blase und die Harnröhre drückt. Das Wasserlassen wird dadurch schwieriger und es dauert länger, bis der Harn kommt. Oft fühlt sich die Blase direkt nach dem Wasserlassen auch nicht richtig leer an oder der Harn tropft nach. Nächtliches Wasserlassen kann vor allem zum Problem werden. Manche Männer müssen nachts 4 oder 5 Mal raus. Den einen stört das kaum. Die anderen kommen in solchen Situationen aber ins Grübeln, liegen lange wach und sind am nächsten Tag völlig übermüdet. Harndrang ist oftmals das unangenehmste Symptom. Viele Männer können den Druck nicht lange halten und das Wasserlassen hinauszögern. Da kann manchmal der nächste Baum nicht nah genug sein. Das ist natürlich belastend, vor allem dann, wenn das tägliche Leben davon beeinflusst wird. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen in einem Meeting und müssen alle 10 Minuten auf die Toilette. Oft nehmen diese Beschwerden im Laufe der Jahre langsam zu. Irgendwann sind die Einschränkungen der Lebensqualität so stark, dass die betroffenen Männer Hilfe in einer urologischen Praxis suchen. Ihre Urologin oder Ihr Urologe wird am Anfang ausführlich nach Ihren konkreten Beschwerden fragen und Sie gründlich untersuchen. Dazu gehören dann in der Regel eine Tastuntersuchung der Prostata und eine Ultraschalluntersuchung. Gegebenenfalls werden auch noch das Blut und der Urin untersucht. In frühen Stadien der Erkrankung helfen oft schon kleine Veränderungen der Lebensführung. Denn manche Männer trinken tagsüber berufsbedingt kaum etwas, um möglichst nicht zur Toilette zu müssen. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Busfahrer, der auch nicht ständig anhalten kann. Nach Feierabend holen diese Männer das Trinken danach und bringen sich um den Schlaf, weil sie nachts mehrmals zur Toilette müssen. Ein gut geplanter Berufsalltag mit Trink- und Toilettenpausen kann da schon sehr viel bewirken. Pflanzliche Mittel, sogenannte Phytotherapeutika, kennen und nehmen auch viele Männer. Viele von ihnen berichten auch von einer Verbesserung der Symptome nach der Einnahme. Belastbare wissenschaftliche Studien, die eine tatsächliche Wirkung dieser pflanzlichen Mittel beweisen, gibt es allerdings noch nicht. Es gibt aber sehr gut wirksame Medikamente, die wir schon sehr lange kennen. Sie gehören zu 3 Gruppen, die sich aufgrund ihrer Wirkweise und ihrer Nebenwirkungen unterscheiden. Gruppe 1 sind die sogenannten Alpha-Blocker. Sie entspannen die Muskulatur der Prostata und der Harnröhre und beeinflussen auf diese Weise die Symptome. Das heißt, sie verbessern das Wasserlassen, hemmen aber nicht das Wachstum der Prostata. Ein sehr häufig verordneter Wirkstoff dieser Gruppe ist zum Beispiel das Tamsulosin. Gruppe 2 bilden die sogenannten PDE5-Hemmer. Für sie gilt das Gleiche wie für Alpha-Blocker. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel der oft verordnete Wirkstoff Tadalafil. PDE5-Hemmer werden in höherer Dosierung auch für die Behandlung von Erektionsstörungen eingesetzt. Mit diesen Wirkstoffen kann man also unter Umständen 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen und eine begleitende Erektionsstörung verbessern.
Oftmals kommen diese Medikamente zum Einsatz, wenn Alpha-Blocker nicht gut wirken oder Nebenwirkungen verursachen. Die Medikamente der dritten Gruppe wirken anders. Sie werden als 5-Alpha-Reduktase-Hemmer bezeichnet. Diese Medikamente werden vor allen Dingen bei einer stark vergrößerten Prostata eingesetzt. Sie unterbinden die Aktivierung des männlichen Geschlechtshormons, des Testosterons, und hemmen so das Wachstum der Prostata. Nach Einnahme dieser Medikamente kann die Prostata um bis zu ein Drittel schrumpfen. Das Wasserlassen fällt dann auch wieder leichter. Das Problem sind die möglichen Nebenwirkungen, zum Beispiel Impotenz, Erektionsstörung oder auch verminderte sexuelle Lust. Es ist grundsätzlich möglich, die Medikamente dieser Wirkstoffgruppen miteinander zu kombinieren. Das ist aber kein Thema für ein Video wie dieses. Den für Sie optimalen Wirkstoffmix müssen Sie mit der Zeit gemeinsam mit Ihrer Urologin oder Ihrem Urologen herausfinden. Trotz der Medikamente wird für viele Männer über kurz oder lang eine Operation zur Verkleinerung der Prostata zum Thema. Der Grund, sich gegen das Fortführen der Medikamententherapie zu entscheiden, ist oft das Fortschreiten der Beschwerden oder auch das Auftreten von Komplikationen. Typische Komplikationen können zum Beispiel wiederholte Harnwegsinfekte, Harnverhalt, also die Unfähigkeit, Wasser zu lassen, oder Störungen der Nierenfunktion sein. Viele Männer entscheiden sich auch für die Operation, weil sie nicht jeden Tag eine Tablette nehmen wollen. Zur Auswahl stehen viele verschiedene OP-Techniken, mit denen Gewebe der Prostata verkleinert und oder entnommen werden kann. Es gibt Verfahren, die das Gewebe der Prostata zurückdrängen und die Harnröhre offen halten. Dazu gehören zum Beispiel Stents. Eine andere Möglichkeit sind Operationsmethoden, die einen Teil des vergrößerten Prostatagewebes mit Hitze zerstören, damit der Körper es anschließend abbauen kann. Oder eine Verkleinerung der Prostata, die auch mittels Laser oder einem Hochdruckwasserstrahl erreicht werden kann. Häufig sind nach wie vor auch offene Operationen oder das Entfernen von Prostatagewebe mithilfe der sogenannten Resektionsschlänge, wie wir es seit über 100 Jahren kennen. Verkleinerungen der Prostata gehören heute zu den häufigsten urologischen Eingriffen überhaupt. Trotzdem kann es, und das muss man hier auch mal ehrlich sagen, zu Nebenwirkungen oder Komplikationen kommen. Eine Operation an der Prostata kann zum Beispiel Auswirkungen auf die Sexualität haben. Das heißt, die Erektion wird von den meisten Eingriffen nicht beeinflusst. Sie wird nicht besser, aber in der Regel eben auch nicht schlechter als vorher. Allerdings haben viele Männer nach der Operation einen sogenannten trockenen Orgasmus. Sie produzieren dann nur wenig oder gar kein Ejakulat mehr. Die Erklärung dafür ist einfach. Die Prostata produziert den Großteil der Samenflüssigkeit. Entfernt man Teile von ihr, kann sich auch weniger Flüssigkeit bilden. Ein anderes wichtiges Thema ist Inkontinenz. Denn der Schließmuskel der Blase befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Prostata. Inkontinenz spielt bei den modernen OP-Verfahren zum Glück eine untergeordnete Rolle. Trotz allem gibt es einen kleinen Prozentsatz an Männern, die den Urin nach der Operation nicht immer komplett halten können. Im schlimmsten Fall müssen sie dann eine Vorlage tragen, die den Urin aufsaugt. In so einer Situation kann möglicherweise Beckenbodentraining helfen. Zum Abschluss noch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Welche der von mir genannten Behandlungsverfahren für Sie in Frage kommen, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Neben der Größe der Prostata spielt zum Beispiel das Alter eines Patienten immer eine wichtige Rolle, aber natürlich auch Begleiterkrankungen und die allgemeinen Lebensumstände müssen bedacht werden. Bei einer gutartig vergrößerten Prostata gibt es deshalb, wie eigentlich immer in der Medizin, keine Therapie von der Stange. Über Ihre individuelle Behandlung sprechen Sie daher am besten in aller Ruhe mit Ihrer Urologin oder Ihrem Urologen. Denn es kommt immer darauf an, den für Sie richtigen Weg zu finden. Das gilt sowohl für die Wahl der Medikamente als auch für die Auswahl des passenden OP-Verfahrens. Alle von mir aufgezählten OP-Methoden haben bestimmte Vorteile für die Patienten. Sie haben aber auch Risiken und Nebenwirkungen. Und wenn eine OP für Sie in Frage kommt, sollten Sie alle Details mit Ihrer Urologin und Ihrem Urologen besprechen. Fragen Sie bei Unklarheiten so lange nach, bis Sie selbst von einer Methode überzeugt sind. Niemals sollten Sie als Patient das Gefühl haben, zu einer bestimmten Behandlung überredet worden zu sein. Haben Sie bereits Erfahrungen mit der Behandlung einer gutartigen Prostatavergrößerung gemacht? Wie gut hat es Ihnen geholfen? Schreiben Sie mir gerne unten in die Kommentare.